Guten Morgen, Leute, und herzlich willkommen zum ersten Tag meiner New York-Reise. Wir haben jetzt gerade 3:50 Uhr und ich wurde gerade aus dem Schlaf gerissen von einem meiner Wecker. Wir fahren jetzt gleich an den Flughafen. Ich gehe vorher nochmal schnell was essen und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, Koffer haben wir aufgegeben und wir haben Online-Check-In gemacht. Da standen hinter uns gerade nur noch zwei Familien und beim anderen Check-In ist ewig lange Schlange, Leute. Ich kann nicht verstehen, warum man kein Online-Check-In macht. Hier, frische Karte, jo. So Leute, wir sind jetzt durch die Sicherheitskontrolle durch und die GoPro hier von Leon, mit der ich gerade filme, die wurde extra nochmal durchleuchtet. Mein Mikro und meine Kamera hatten irgendwas nicht gefallen und dann bei der GoPro nach dem zweiten Mal durchleuchten, hat denen auch noch was nicht gefallen. Da musste ich dann nochmal mit in so einen Raum, dann wurde da so drüber gestrichen und dann genau auf Sprengstoffrückstände untersucht, aber Leon hat da anscheinend nichts in die GoPro reingepackt und alles gut. Leute, wir wurden gerade aus dem Wartebereich geholt und dürfen jetzt als Erstes ins Flugzeug. WTF, ich glaube wegen meiner kleinen Schwester, weil die hat irgendwas gelabert mit Kindern und so. Nur geil. Boah Leute, ist ja mal nur geil hier. Hier Kissen, Decke, irgendwo habe ich auch noch hier ein paar Kopfhörer. Ich weiß gar nicht, wo ich das ganze Zeug hin tun soll. Ey, ist so viel, also ist mega geil. Auch Personal hier, richtig freundlich, richtig geil. Leute, hier ist alles da. Zieht euch rein. Tisch, dann hier hast du so eine Fernsteuerung. Kannst du sogar Spiele irgendwie drauf spielen, hier auf dem Monitor dann. Hier LAN-Anschluss, USB, ich glaube TV. Ey Leute, einfach mal nur geil und es ist jetzt Economy Class. Ich zeige euch das einfach mal. Ich hoffe, dass man mich hört wegen dem Fluglärm. Hier haben wir einmal etwas Fleisch, dann haben wir hier Butter, Erdbeermarmelade, das ist nämlich perfekt, das ist nämlich meine Lieblingsmarmelade, dann Kaffeesahne, ein kleines Brötchen, Obstsalat, Blaubeerkuchen, dann hier noch so ein Schälchen und hier ein bisschen Wasser. Hier habe ich mir noch einen Coke geholt, Leute. Ich habe jetzt mega Bock, das zu essen, weil ich echt Hunger habe. Ich habe ja noch nichts gefrühstückt und wir fliegen noch ungefähr 6 Stunden und 40 Minuten und dann sind wir in New York. Wie man hier ganz schön sehen kann. Und ich habe hier schon die Speisekarte liegen. Das hier gibt es jetzt gleich zu essen. So, da ist mein Essen schon da. Und zwar Rindfleisch mit Rotweinsoße, Gemüse und Kartoffeln. Mal schauen, wie es schmeckt. So, okay, Essen hat gut geschmeckt und jetzt gibt es sogar noch Eis, Leute. Ey, das ist einfach nur geil hier. We'll be right back.
Wir sind hier gerade im Flughafen angekommen. Dann sind wir halt so rausgelaufen und da stand so ein Typ, der hatte ein großes Schild in der Hand mit dem Namen von meiner Mom. Und meine Mom die ganze Zeit so, ja, sie weiß nicht, wer das ist und so. Dann laufen wir so zum Parkplatz, steht da so eine Stretch-Limo und damit fahren wir jetzt zum Hotel. War einfach eine mega geile Überraschung von meinen Eltern. Checken so und ich wollte euch eigentlich mal kurz was erzählen und zwar, ihr habt es vielleicht im Flugzeug gesehen, habe ich öfters mal mein iPad da stehen gehabt und ein Video geschnitten. Ich habe jetzt den Vlog schon angefangen zu schneiden und es funktioniert auch doch besser als ich dachte, das heißt, vielleicht kann ich doch von hier den einen oder anderen Vlog schon hochladen. Das Problem ist nur, ich habe jetzt keinen Speicher mehr auf dem iPad drauf, weil, also kein Speicher mehr frei, um die ganzen Rohdateien rüber zu ziehen, aber ich habe da schon so eine Idee, wie ich das mache und wir können jetzt noch nicht einchecken im Hotel, weil es noch ein bisschen zu früh ist und jetzt macht meine Mom gerade den Koffer zu, dann lassen wir die hier und dann gehen wir noch ein bisschen in die City, ein bisschen was machen und schauen. Und hier habe ich jetzt schon die Powerbank und GoPro-Kabel, weil die GoPro ist fast leer, dass ich die im Rucksack laden kann. Und dann sehen wir uns einfach gleich wieder. Ja, das war's jetzt mit dem Vlog vom ersten Tag, Leute. Ich habe gewusst, es war sinnvoll, so einen Filmstrahler mitzunehmen, weil der steht jetzt hier und leuchtet mir direkt in die Fresse, dass ich ein bisschen beleuchtet bin. Und ich sitze jetzt hier in unserem Hotelzimmer am Fenster und wollte eigentlich nur sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Und nochmal kurz wollte ich sagen, dass ich die Vlogs jetzt, soweit ich es schaffe, von den zeitlichen Gründen her, am iPad schneiden werde, weil es doch relativ gut geht. Hätte ich nicht gedacht. Und das einzige Problem ist noch das Internet. Zu Hause habe ich einen Upload von 6 Mbits die Sekunde. Hier hat mir ungefähr einen Upload von 1,5 Mbits die Sekunde. Es ist jetzt nicht so extrem schnell, aber ich habe schon viel, viel, viel schlechteren Upload erlebt, Leute. Also ich werde einfach mal sehen, wie ich das so schaffe mit den Vlogs. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst jetzt einen Daumen oder ein Abo da. Wir sehen uns dann im nächsten Vlog. Bis dahin, Leute. Haut rein!